Delphi, das Orakel des Apollon. Der Winter in Griechenland kann unangenehm sein, regnerisch und mit einem Wind, der durch Mark und Bein geht. Allerdings wissen wir nicht, wie die Verhältnisse tatsächlich waren an diesem 30. Januar 1676. Was wir wissen ist, dass an diesem Januartag der Franzose Jacob Spon und der Engländer George Wheeler das Dorf Castries erreichen. Das Dorf am Hang des Berges Parnasse auf 700 Meter Höhe ist die entscheidende Etappe ihrer Griechenlandreise. Ein beschwerliches Unterfangen, denn Castries liegt abseits der zu dieser Zeit bekannten Reiserouten. Die Straßen sind miserabel und unsicher, überall lauern Wegelagerer. Zumindest auf den ersten Blick kann das Dorf Spon und Wheeler für ihre Mühen nicht entschädigen. Noch 200 Jahre später werden Reisende sagen: Ein elendes Dorf namens Castries, dessen Einwohner so in Armut versunken sind, dass sie nur durch Raub und Diebstahl sich ihren Unterhalt verschaffen. Schon der erste Anblick des Ortes hat etwas nicht zu beschreibend Wunderbares. Eine Höhle, in welcher die Einwohner ausgeplünderte und getötete Türken verbergen, wird als das alte Aditon gezeigt. In dem Kloster findet man Säulen, Kapitäler, Triglyphen und so weiter. Fast 1000 Jahre lang war Delphi vergessen. Dennoch sind Spon und Wheeler nicht die Ersten, die es wieder suchen. Zu Beginn der Renaissance war bereits ein italienischer Händler hier, Cyriacus von Ancona. Er fertigte Zeichnungen und Abschriften an, um die antiken Artefakte vor der Vergessenheit zu bewahren. Allerdings gab er seine Aufzeichnungen zu Lebzeiten nicht heraus. Vielleicht hat die Welt deshalb kaum Notiz davon genommen. Wie er kommen die beiden Reisenden aus dem europäischen Norden nicht zufällig nach Delphi. Der Arzt und Antikenfan Spon und der Naturforscher Wheeler sind überzeugt, hier an diesem jämmerlichen und armseligen Ort befand sich einst Delphi, das größte Orakel der antiken Welt. Eine antike Inschrift und das Gespräch mit einem orts- und geschichtskundigen Mönch geben ihnen Gewissheit, dass sie recht haben. Dem Mythos zufolge ließ Zeus vom westlichen und östlichen Ende der Welt zwei Adler aufsteigen, um festzulegen, wo der Mittelpunkt der Welt sei. Die Adler trafen sich in Delphi. Den Punkt ihres Zusammentreffens bezeichnete fortan ein eiförmiger Stein, der Omphalos, was auf Griechisch Nabel bedeutet. Delphi, Nabel der Welt und Mittelpunkt des griechischen Universums. Heute wird der Omphalos auch anders gedeutet. Für Archäologen ist der eiförmige Stein ein Hinweis darauf, dass hier bereits lange vor dem Zeitalter der olympischen Götter eine Kultstätte war. Verehrt wurde die Erdmuttergöttin Gaia, und zwar bis etwa 1000 vor Christus. Doch als sich die olympischen Götter in Griechenland etablieren, wird Delphi dem Gott Apollon zugeschrieben, einem Sohn des Zeus. Dass er mit der Pythia eine weibliche Priesterin hatte, gilt heute manchen Forschern als Hinweis auf den früheren Kult der Urgöttin Gaia. Der Sage nach bemächtigte sich Apollon gewaltsam des Ortes. Er tötete den Drachen, den Python, der vor dem Heiligtum der Erdmutter Gaia wachte. Um sich von dieser Tat reinzuwaschen, zog er sich anschließend eine Zeit lang in eine Gegend im Norden von Delphi zurück. Als er von dort zurückkehrte, hielt er einen Zweig immergrünen Lorbeers in der Hand. Dieser Zweig wurde fortan zu seinem Symbol, dem Symbol der Reinheit. Die Verehrung des Apollon in Delphi ist ab dem 8. Jahrhundert vor Christus archäologisch nachweisbar. Nicht nur aus Griechenland, auch aus dem Ausland strömten Menschen in Scharen, um Rat zu suchen. Dabei war das Orakel von Delphi keineswegs das einzige im griechischen Raum. Auch Olympia und Dodona hatten berühmte Orakelstätten. Und doch erlangten weder Olympia noch Dodona die Bedeutung, die Delphi zukommen sollte. Warum Delphi zum wichtigsten Kulturort der griechischen Antike wurde, dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, unter anderem politische, von denen noch die Rede sein wird. Nicht auszuschließen ist, dass auch die beeindruckende Landschaft von Delphi eine Rolle spielte. Gustave Flaubert, einer der vielen Reisenden, die nach der Wiederentdeckung nach Delphi kommen, notiert 1851:
Die Wahl Delphis zur Unterbringung der Pythia war ein genialer Zug. Es ist eine Landschaft für religiöse Schrecken, ein enges Tal zwischen zwei fast senkrechten Bergen. Der Hintergrund voll von dunklen Ölbäumen, die Berge rot und grün, das Ganze von Schluchten durchzogen. Im Hintergrund das Meer und am Horizont schneebedeckte Berge. In der Antike stellte sich Delphi dem Besucher als weitläufiges Tempelareal dar. Mit Brunnen und Wasserleitungen, Schatzhäusern, einem Gymnasium und einem Theater und dem großen und prächtigen Apollontempel. Nachdem er die lange und beschwerliche Reise hinter sich gebracht hatte, trat der Ratsuchende hier in Kontakt mit der Pythia, brachte seine Frage vor und hoffte auf eine günstige Antwort. Im Tempel des Apollon hielt sich die Pythia im Adyton auf, einem für Besucher unzugänglichen Bereich. Bewacht wurde sie von zwei goldenen Adlern, den Adlern, die Zeus einst von den zwei Enden der Welt entsandt hatte. Vor der Befragung nahm sie ein rituelles Bad in der Kastalia-Quelle. Ihre Requisiten, der Dreifuß, auf dem sie sitzt, Lorbeer, den sie kaut, und ein Lorbeerzweig, den sie in der Hand hält. Die Pythia war eine einfache Frau aus dem delphischen Volk. Keusch und abgeschieden von der Welt verbrachte sie ihr Leben im Heiligtum. In den Glanzzeiten des Orakels gab es sogar zwei Priesterinnen als Reaktion auf den großen Besucherandrang. Allerdings durfte man nicht mit leeren Händen nach Delphi kommen. Ein Geldbetrag und ein Tieropfer mussten dargebracht werden. Der Ratsuchende trug seine Frage vor. Eine Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten war, eine Form, die auf das frühere Losorakel zurückging. Damals griff die Pythia aus einem Behälter einen schwarzen oder einen weißen Stein, schwarz für Nein, weiß für Ja. Die Antwort wurde vom Prophetes, einer Art offiziellem Sprecher des Heiligtums, in Versform gefasst. Im Umfeld des Tempels gab es sogar Dichter, die die Orakelsprüche gegen ein Entgelt in eine gefälligere Form brachten. Der Orakelbetrieb war bald so erfolgreich, dass er ausgeweitet wurde. Nachdem die Pythia anfangs nur einmal im Jahr Auskunft gab, und zwar im Frühling, am 7. Tag des Monats Bysios, dem Geburtstag des Gottes Apollon, orakelte sie später an jedem 7. des Monats, zumindest im Sommer, denn im Winter weilte Apollon, der griechischen Mythologie zufolge, nicht in Delphi, sondern bei den Hyperboreern, in einem Land weit im Norden. Wenn Orakeltermin war, kamen die Pilger in großer Zahl nach Delphi. Um den Weg zum Heiligtum am Parnass sicherer zu gestalten, wurden entlang der Straße sogar Wachtürme gebaut. Seit Spohn und Wheeler Delphi wiederentdeckt haben, begeistern sich Menschen in ganz Europa und nicht nur da an der Idee, die antike Orakelstätte zu besuchen. Einer der ersten Archäologen, die sich in Delphi betätigten, war Karl Ottfried Müller. Er legte 1840 Teile eines Tempels frei, starb aber noch während der Arbeiten an den Folgen eines Hitzschlags. Die Dorfbewohner beobachteten das Treiben der Wissenschaftler mit großem Argwohn, denn sie fürchteten um ihren Besitz. Lag das Heiligtum des Apollon doch genau unter ihrem Dorf? Und tatsächlich werden die Bewohner von Kastri, das sich inzwischen wieder Delphi nennt, wenige Jahre später umgesiedelt. Es entsteht das moderne Delphi, etwa 2 Kilometer von der antiken Stätte entfernt. Doch zurück ins Delphi der Antike. Meist waren es Alltagsfragen, die durch die Pythia an den Gott Apollon gerichtet wurden. Ob man heiraten solle, ob man Kinder haben werde, ob man mit dem Schiff fahren könne, ob man einen bestimmten Landstrich bestellen solle oder besser nicht. Aber auch Fragen von großer politischer Tragweite wurden gestellt. Den Athenern etwa riet die Pythia, mit Schiffen gegen die anrückenden Perser auszuziehen. Die berühmte Schlacht bei Salamis. Einer der bekanntesten Orakelsprüche aber ist der, den König Krösus erhielt. Krösus fragte, ob er gegen Persien in den Krieg ziehen solle. Die Pythia antwortete: Krösus wird, überschreiten den Halys, zerstören ein Großreich.
Halys hieß der Grenzfluss zwischen Lydien, dem Reich des Krösus, und Persien, dem Reich des Kyros. Krösus, voll der Freude über den Spruch, der ihn zu bestätigen schien, beschenkte Delphi reich, zog gegen Persien und verlor. Später schickte er Boten nach Delphi, um von der Pythia Rechenschaft zu verlangen für den Orakelspruch, der ihn so in die Irre geführt hatte, wie Krösus meinte. Doch die Pythia ließ ihm ausrichten: Was den Orakelspruch angeht, der ihm erteilt wurde, so ist der Tadel des Krösus nicht berechtigt. Es hat ihm Apollon ja vorhergesagt, wenn er gegen schneebedeckte Berge. In der Antike stellte sich Delphi dem Besucher als weitläufiges Tempelareal dar. Mit Brunnen und Wasserleitungen, Schatzhäusern, einem Gymnasium und einem Theater und dem großen und prächtigen Apollontempel. Nachdem er die lange und beschwerliche Reise hinter sich gebracht hatte, trat der Ratsuchende hier in Kontakt mit der Pythia, brachte seine Frage vor und hoffte auf eine günstige Antwort. Im Tempel des Apollon hielt sich die Pythia im Adyton auf, einem für Besucher unzugänglichen Bereich. Bewacht wurde sie von zwei goldenen Adlern, den Adlern, die Zeus einst von den zwei Enden der Welt entsandt hatte. Vor der Befragung nahm sie ein rituelles Bad in der Kastalia-Quelle. Ihre Requisiten, der Dreifuß, auf dem sie sitzt, Lorbeer, den sie kaut, und ein Lorbeerzweig, den sie in der Hand hält. Die Pythia war eine einfache Frau aus dem Delphi. Immergrünen Lorbeers in der Hand. Dieser Zweig wurde fortan zu seinem Symbol, dem Symbol der Reinheit. Die Verehrung des Apollon in Delphi ist ab dem 8. Jahrhundert vor Christus archäologisch nachweisbar. Nicht nur aus Griechenland, auch aus dem Ausland strömten Menschen in Scharen, um Rat zu suchen. Dabei war das Orakel von Delphi keineswegs das einzige im griechischen Raum. Auch Olympia und Dodona hatten berühmte Orakelstätten. Und doch erlangten weder Olympia noch Dodona die Bedeutung, die Delphi zukommen sollte. Warum Delphi zum wichtigsten Kulturort der griechischen Antike wurde, dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, unter anderem politische, von denen noch die Rede sein wird. Nicht auszuschließen ist, dass auch die beeindruckende Landschaft von Delphi eine Rolle spielte. Gustave Flaubert, einer der vielen Reisenden, die nach der Wiederentdeckung nach Delphi kommen, notiert 1851: Die Wahl Delphis zur Unterbringung der Pythia war ein genialer Zug. Es ist eine Landschaft für religiöse Schrecken, ein enges Tal zwischen zwei fast senkrechten Bergen. Der Hintergrund voll von dunklen Ölbäumen, die Berge rot und grün, das Ganze von Schluchten durchzogen. Im Hintergrund das Meer und am Horizont Delphi, das Orakel des Apollon. Der Winter in Griechenland kann unangenehm sein, regnerisch und mit einem Wind, der durch Mark und Bein geht. Allerdings wissen wir nicht, wie die Verhältnisse tatsächlich waren an diesem 30. Januar 1676. Was wir wissen ist, dass an diesem Januartag der Franzose Jacob Spon und der Engländer George Wheeler das Dorf Castri erreichen. Das Dorf am Hang des Berges Parnasse auf 700 Meter Höhe ist die entscheidende Etappe ihrer Griechenlandreise. Ein beschwerliches Unterfangen, denn Castri liegt abseits der zu dieser Zeit bekannten Reiserouten. Die Straßen sind miserabel und unsicher, überall lauern Wegelagerer. Zumindest auf den ersten Blick kann das Dorf Spon und Wheeler für ihre Mühen nicht entschädigen. Noch 200 Jahre später werden Reisende sagen: Ein elendes Dorf namens Castri, dessen Einwohner so in Armut versunken sind, dass sie nur durch Raub und Diebstahl sich ihren Unterhalt verschaffen. Schon der erste Anblick des Ortes hat etwas nicht zu beschreibend Wunderbares. Dem Mythos zufolge ließ Zeus vom westlichen und östlichen Ende der Welt zwei Adler aufsteigen, um festzulegen, wo der Mittelpunkt der Welt sei. Die Adler trafen sich in Delphi. Den Punkt ihres Zusammentreffens bezeichnete fortan ein eiförmiger Stein, der Omphalos, was auf Griechisch Nabel bedeutet.
Delphi, Nabel der Welt und Mittelpunkt des griechischen Universums. Heute wird der Omphalos auch anders gedeutet. Für Archäologen ist der eiförmige Stein ein Hinweis darauf, dass hier bereits lange vor dem Zeitalter der olympischen Götter eine Kultstätte war. Verehrt wurde die Erdmuttergöttin Gaia, und zwar bis etwa 1000 vor Christus. Doch als sich die olympischen Götter in Griechenland etablieren, wird Delphi dem Gott Apollon zugeschrieben, einem Sohn des Zeus. Dass er mit der Pythia eine weibliche Priesterin hatte, gilt heute manchen Forschern als Hinweis auf den früheren Kult der Urgöttin Gaia. Der Sage nach bemächtigte sich Apollon gewaltsam des Ortes. Er tötete den Drachen, den Python, der vor dem Heiligtum der Erdmutter Gaia wachte. Um sich von dieser Tat reinzuwaschen, zog er sich anschließend eine Zeit lang in eine Gegend im Norden von Delphi zurück. Als er von dort zurückkehrte, hielt er eine Höhle, in welcher die Einwohner ausgeplünderte und getötete Türken verbergen, wird als das alte Adyton gezeigt. In dem Kloster findet man Säulen, Kapitäler, Triglyphen und so weiter. Fast 1000 Jahre lang war Delphi vergessen. Dennoch sind Spon und Wheeler nicht die Ersten, die es wieder suchen. Zu Beginn der Renaissance war bereits ein italienischer Händler hier, Cyriacus von Ancona. Er fertigte Zeichnungen und Abschriften an, um die antiken Artefakte vor der Vergessenheit zu bewahren. Allerdings gab er seine Aufzeichnungen zu Lebzeiten nicht heraus. Vielleicht hat die Welt deshalb kaum Notiz davon genommen. Wie er kommen die beiden Reisenden aus dem europäischen Norden nicht zufällig nach Delphi. Der Arzt und Antikenfan Spon und der Naturforscher Wheeler sind überzeugt, hier an diesem jämmerlichen und armseligen Ort befand sich einst Delphi, das größte Orakel der antiken Welt. Eine antike Inschrift und das Gespräch mit einem orts- und geschichtskundigen Mönch geben ihnen Gewissheit, dass sie recht haben.